Dominique Chameau wird erstmal diese Paraphrase, heißt das glaube ich ja, über Norma von Liszt spielen und danach wollen wir das Stück ein bisschen besprechen. Thank you.
Sonntagmorgendliche Leistung. Also es ist vielleicht das wenigst gespielte Stück von Liszt, von seinen ganzen Paraphrasen, schätze ich mal. Wahrscheinlich wegen der Länge. Ich weiß es auch nicht, aber das ist das Paragraphenhaftigste, was er eigentlich gemacht hat. Ich würde an eigentlich zwei Sachen arbeiten, was mir am meisten, sagen wir mal, gewichtig ist, scheint. Also Oper ist das
sagen wir mal, die größte Deklamation, die man sich in der klassischen Musik vorstellen kann. Und es ist auch die größte Verschiedenheit zwischen den Naturen von zwei verschiedenen Musikern, die zusammenspielen. Also wenn man in einem Streichquartett erste und zweite Geige vergleicht, sind sie eigentlich sehr ebenbürtig. Aber der Unterschied zwischen einer Primadonna und der letzten Bratsche im Orchestergraben ist riesig. Also, und das ist auch etwas, was wir hier im Klavierspiel dann unbedingt, also auch so diametral verschieden darstellen müssten. Das habe ich etwas vermisst, muss ich sagen. Also diese unglaubliche Situation von der Verschiedenheit von ja, der Primadonna, Norma, eingekleidet mit den Scheinwerfern, Primadonna, Assoluta, 2 Jahre lang Tickets anstehen, damit man sie hören darf, und der armen letzten Bratsche im Orchestergraben. Das müsste auch physisch dann irgendwie so funktionieren können. Und die andere Situation, die ich auch sehr gerne also hier im ganzen Stück eigentlich ansprechen wollte, ist die Rhetorik. Oder was hier gerade jetzt im theatralischen Bereich passiert. Theatralisch meine ich also, was ist erwartet, was ist unerwartet. Gestern haben wir schon sehr viel darüber gesprochen. Also was wir erwarten können, was nicht. Aber es ist hier für mich noch nicht ganz klar, was wo Spannung schafft, was wo Dramatik schafft. Und Dramatik ist eine unerwartete Sache. Also wir können nicht eine Dramatik erwarten. Also im Leben ist halt sehr viele Sachen dramatisch. Aber ich glaube, es ist nicht eine zu erwartende Sache. Es ist eine normale Sache. Und wie das aufgelöst wird und wann das aufgelöst wird. Also diese Dialekte zwischen dort, wo Dramatik entsteht, und dort, wo eine Auflösung geschieht, ist für mich noch nicht klar genug. Ich wollte sofort eine Sache ansprechen. Das wäre zum Beispiel, das ist eine Auflösung. Das ist vielleicht die wichtigste Auflösung im Stück. Ich weiß nicht, ob es hier Taktzahlen gibt. Das will ich mal kurz sehen. Leider nein. Okay, das ist Seite 102. Seite 102 von dem Stück und gleich der dritte Takt. Also zwischen den ersten und den zweiten Takt von dieser Seite. Das ist also wahrscheinlich die größte Auflösung, schätze ich. Aber du kannst das Stück sehr viel besser als ich. Da musst du mich auch eines Besseren belehren, was ich jetzt gerade... Nur das linke Hand fängt gleichzeitig. Ja, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Also, dass in dem letzten Takt eine Auflösung ein neues Material anfängt, das ist ganz normal. Das könnte eine Chore sein, das kann eine neue Sache sein. Aber auf alle Fälle, das hier ist, also dieser zweite, dritte Takt von dieser Seite, ist eine Auflösung, alles, was hier schon so passiert ist. Und das ist ja kein Tonika auch. Also, Seite 100, diese großen Wogen, das ist ja ein Weiterführen vom Kriegsgeschrei von Seite 98, von dem Guerra Guerra. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Stellen. Und das ist auch das, was in der Oper versucht wird, die sogenannte Katharsis, ne? Die Reinigung der Seele, dass wir uns also wirklich mit einer hochdramatischen Situation identifizieren können, aber nicht zu sehr. Es geht ja hier um Götter und um alte Römer und um alles Mögliche, also in der geistigen Welt von einer völlig anderen Zeit. In dieser Zeit der Oper ist es auch so gewollt, also das ist so historische, sehr wichtige Sache, aber man kann sich damit identifizieren, mitleiden, damit dann irgendwie man gereinigt zurück nach Hause geht zu den Kindern. Und ja, das ist für mich noch nicht ganz, ganz klar. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollten. Wahrscheinlich nicht vom Anfang. Vielleicht könnten wir erstmal an diese Deklamation und Rhetorik arbeiten. Das klingt eben sehr akademisch, aber warum nicht? Ja, das wäre nicht schlecht. Andante con agitazione, das wäre Seite 90, genau. Da können wir schon was ansprechen. Wollen wir anfangen. Thank you.
Dankeschön. Wir wollen erstmal schon diese 8 Takte besprechen. Also wir haben hier eine Situation, wo wir einen längeren Bass haben. Also und das hier sind die berühmten Bratschen. Das ist wahrscheinlich die zweite geeignete Bratsche. Also es muss wirklich innerhalb des Orchestergrabens sein. Die Bassstimme ist wahrscheinlich wichtiger als Grundlage, als Fundament und als rhythmische Einheit. Ne? Und das wäre ein bisschen dumm. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit muss also in einem sehr viel theatralischeren Rahmen auf die Stimme gerichtet werden. In einem sehr viel untheatralischeren Rahmen oder sehr viel unwichtiger an die ganzen Sachen. Also einfach ein bisschen, sagen wir mal, extremisieren. Wir versuchen nur die ersten Takte. Ja, das ist jetzt keine einfache Sache zu machen, aber es ist, wenn wir, also der linke Arm hat im Klavier sehr oft also 2 oder 3 Arme zu bewältigen. Ne? Also wenn jetzt Timpani kann nicht zur Bratsche rennen und Bratsche weiterspielen, das ist ganz klar. Aber wenn wir hier warten, das ist physisch sehr logisch, es ist aber leider musikalisch nicht gewollt. Ne? Schubert würde da vielleicht auf der 2. Achtel einen Akzent schreiben. Zum Beispiel, das ist jetzt eine Variation von einer Impromptu Opus 142, eben, naja, im H-Moll gespielt, ist egal. Also Schubert schreibt da einen Akzent auf der 2. Achtel, nicht weil das irgendwie eine laute Note sein soll, aber es muss keine späte Note sein. Also das ist genau dieselbe Situation. Also wir haben so eine Cavatina, das ist das Normalste von den Arien in dieser Art. Also und diese Welle soll eigentlich nicht unterbrochen werden. Wollen wir versuchen? Ja. Genau, und da ist vielleicht die Bratsche wichtiger als die 2. Geige. Also jedes Mal, wenn wir so einen 6. Sache haben, also es ist eigentlich das hier nur, dann haben wir gleich eine dunklere Sache. Vielleicht ist es gut. Ja, das ist besser gut. Und jetzt wollen wir dasselbe machen, ohne dass wir daran denken. Das Schwierigste ist, dass man sich im Kopf Sachen vorstellt, die wir gerade nicht machen. Also eigentlich bist du hier dabei, mit deiner Stütze zu beschäftigen. Also gesungen. Mir sind diese Wörter völlig entfallen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, welche singt und was gesungen wird. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Kennt jemand die Oper Norma hier gut genug, dass wir wissen, ich glaube, das ist Adalgisa, aber ich bin mir nicht sicher. Norma ist das nicht. Das ist doch die Norma. Alles klar. Das ist also aus dem 1. Akt dann. Ganz schön im Fluss. Ja, tut mir leid. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wollte mich hierfür informieren. Ich habe leider keine Zeit gefunden dafür. Und welche Wörter sind das? Das wissen wir auch nicht. Ich werde noch nachforschen. Also andere Arien kenne ich schon, andere Sachen schon. Die Chöre normalerweise, die sind mir eher bekannt. Aber also hier müssen wir eigentlich damit beschäftigt sein, was passieren wird und nicht, was gerade passiert. Bässe nicht vergessen. Vielen Dank. Jetzt haben wir haben hier eine Situation, die wir sehr oft antreffen und die eigentlich keine klare Lösung hat. Ich muss jetzt ein bisschen von Musikologie sprechen. Es ist folgendes, es werden hier praktisch alle Rhythmen, die lang kurz sind, mit Achtelnote, Punkt und Sechzehntelnote dargestellt. Und das sind, also bei Bellini, glaube ich, gibt es die Schreibweise von Viertel und Achtel unter einer Triole noch gar nicht. Aber da lasse ich mich auch eines Besseren belehren. Ich weiß, dass diese Schreibweise, also wenn wir sagen, wir haben einen Viervierteltakt haben oder einen Dreivierteltakt und wir wollen triolisieren und innerhalb dieser Triole gibt es eine lange und eine kurze Note, die offizielle zeitgenössische Schreibweise von Viertel und Achtel unter einer Triole, die finden wir nur ab Brahms Schumann Liszt.
Chopin hat diese Schreibweise überhaupt nicht. Und das gibt dann sehr viele Missverständnisse. Also sehr oft ist diese Schreibweise Achtel, Punkt, Sechzehntel als Triole zu spielen. Sehr, sehr oft. Auch in der italienischen Oper ist das sehr oft ein Missverständnis. Also hier ist es wahrscheinlich genauso zu spielen, wie es geschrieben steht. Ich würde versuchen, nicht sextualisieren. Also normalerweise wird dann das entweder als Triole gespielt, das wird dann sofort verpönt, sagt, nein, wir können keine Sechzehntelnote mit einer Triolennote spielen. Das kann ich hier gut verstehen, in anderen Situationen nicht, zum Beispiel mit den... Also wenn dieser, bei dieses wahrscheinlich ist alles triolisch gedacht. Aber das wollen wir noch später ein bisschen weitermachen. Aber hier ist es wahrscheinlich eine, also es ist eine freie Deklamation und diese 4 gegen 3 ist eine ganz normale Sache. Ja. Also ich wollte das eben ansprechen, denn es ist manchmal nicht ganz klar. Genau. Und vor allem die zweite Geige, die leidet darunter. Genau. Und die zweite Geige hat wirklich keine Verbindung zur Norma. Tut mir leid. Das heißt, wenn wir solche Sachen machen wie... Können wir direkt anfangen? Und was uns an einer menschlichen Stimme so interessiert, ist, was innerhalb der Note geschehen kann. Also was das Vibrato bewirkt, jetzt in einem italienischen Bel Canto, das ist noch nicht ganz klar. Das wollte ich auch ganz kurz ansprechen und jetzt werde ich dich ein bisschen spielen lassen, Entschuldigung. Das ist vielleicht eine der Hauptschwierigkeiten des Klavierspiels. Also wir haben kaum pianistische Werke. Jetzt 20. Jahrhundert ausgenommen, aber hier ist keine einzige Note, dieses Stück ist eine Klaviernote im instrumentalen Sinne. Also eine Schlagzeugnote oder Schlagwerk, glaube ich, heißt das heutzutage. Also eine Note, die geschlagen wird und die eine Resonanz hat, die dann immer weniger wird. Also die meisten Noten hier sind Noten, die eine Metamorphose, also eine Veränderung innerhalb der Note haben können. Und das ist im Flügel natürlich eine absolut unmögliche Sache. Wir haben hier nur einen Schlag und ein Resultat. Und wie können wir das machen? Also das ist natürlich eine Situation, die ist instrumental nicht möglich, dass wir jetzt ein Fis, ein Crescendo machen. Also das heißt jetzt, wir haben der Flügel klingt. Aber Herr Liszt schreibt dort, er will ein Crescendo innerhalb der Note. Das sehen Sie. Das ist nochmal also Seite 90, der zweite Takt. Also er will etwas Unmögliches von uns. Und das ist auch richtig so, denn es geht ja nicht um den Pianisten oder um den Flügel. Also ein Flügel ist sowieso eine sehr, sagen wir mal, nicht sehr intelligente Mechanik. Also eine Geige ist ein sehr viel intelligenteres Instrument. Und eine menschliche Stimme sowieso. Aber es soll trotzdem geschehen. Und es geschieht noch nicht ganz. Also, wollen wir mal sehen, wie das direkt, zweiter Takt. Das ist schon besser, das kann ich schon. Der Bass ist noch nicht laut genug, Entschuldigung, dass ich wieder drin, aber wir brauchen ein Fundament. Das ist schon viel besser und wir haben einen ganz normalen Rhythmus, den findet man überall in so Musik, das ist auch bei Beethoven, Schubert, Mozart, Haydn, also halber Takt, ganzer Takt. Halber Takt, ganzer Takt. Das heißt, wir haben diese Fis, können wir nicht gleich anschlagen. Wir dürfen eigentlich sowieso nichts gleich anschlagen. Das ist schon eine Situation. Wollen wir das versuchen nochmal? Also halber Takt, halber und ganzer Takt. Und wieder, das ist ein Anfang. Entschuldigung, dass ich wieder... Ja, wir brauchen... Genau. Das heißt, die Note, die das größte innere Leben hat, ist die Note vom zweiten Takt und vom vierten Takt. Und die höchste Stand von dieser Note ist die Mitte des Taktes. Dort, wo im Flügel nichts passiert. Also... Das war eigentlich nicht die Mitte des Taktes, sondern das ist die zweite Schlag des Taktes. Also wir müssen, sagen wir mal, die Note anschlagen, aber wir müssen die Note schwellen lassen. Dann machen wir einen Wendepunkt vor diesen 16. Noten
Und dann machen wir die 16. Noten und die letzte Note als ein Ende. Das heißt, wie sich die Noten verhalten, ist genau das Gegenteil von dem, was wir physisch machen müssen. Ja, willkommen beim Klavierspiel. Also, wir müssen dann in Klartext den Anfang der Note, also diese Kollision, müssen wir absolut ignorieren mit unserer Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist hier das, was wir an das Publikum senden. Und dann müssen wir uns sehr, sehr intensiv mit diesem inneren Crescendo der Note beschäftigen, das instrumental gar nicht möglich ist, aber das ist uns egal. Das ist ein Problem des Flügels, nicht unseres. Können wir es nochmal versuchen? Also das ist eine Kollision und das nicht. Ja, ist nicht einfach. Genau, und es geht weiter. Also hierhin. Wieder also ins Atem nehmen, genau. Und ja. Ja, und diese, und darum geht es in der italienischen Musik. Es geht um die Verzierungen, es geht um die Gewichtigkeit des Subjekts, es geht nicht um die Organisation der Noten. Also wenn wir denken, was das ist, das ist, was passiert. Also ja, ist nicht sehr interessant, aber dass das hier jetzt nicht ist, dann noch und dann noch Jod. Nochmal bitte schön. Das ist viele Deute, auch dunkel. Und das geht jetzt weiter. Ja, es ist wichtig, dass diese zweite Sache zur dritten Sache geht. Das kann ich nicht genug betonen. Das ist heute sehr oft der Fall. Also wir haben normale so vier Elemente. Erstens ins Expositionselement, danach haben wir entweder ein Wiederholungselement oder ein Konsequenzelement. Aber das ist nicht eine Auflösung und das geht dann in das dritte Element. Das ist das Element der entweder der Durchführung oder der Spannung. Das wäre das. Und dann haben wir das vierte Element, das ist dann entweder die Auflösung oder das Ende. In diesem ist es eine Halbkadenz. Auf alle Fälle ist das ein rückblickendes Element. Und diese Bewegung zwischen dem zweiten und dem dritten Element ist sehr, sehr, sehr wichtig. Bitte schön. Ja, und das ist eine sehr auszukostende Note. Ja, es geht also weiter zum. Das ist jetzt der Wendepunkt. Ja, aber das ist keine Auflösung. Das ist ein Ende, es ist rückblickend, aber nicht eine Auflösung. Also es hat eine größere Spannung eigentlich sogar. Ja. Aber schon. Können wir noch mal dieses letzte Element machen? Die Bässe haben hier auch eine melodisierende Situation. Dann sind sie noch wichtiger. Können wir versuchen? Das wäre schon besser. Vielen Dank. Wir haben nochmal, also halber Takt, ganzer Takt wie vorher. Und wir haben auch verschiedene Harmonien. Und jede Harmonie hat einen eigenen Rhythmus. Oder eine eigene Beweglichkeit. Das wäre vielleicht ein besseres Wort. Das heißt, ein verminderter Septakkord kann nicht genauso schnell gespielt werden wie ein normales Dur- oder Mollakkord. Das heißt, wir haben hier also also es gibt viele Sänger, die das auch aushalten würden. Wollen wir nochmal versuchen? Dieses vierte Element. Das ist eine langsame. Ja, das Beste. Und jetzt haben wir, das ist jetzt ein Durchführungselement.
Elemente wurden bei dir zweimal schon also geschlossen. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Das wäre jetzt ein Kommentar und noch ein Kommentar. Und das sind unberechenbare Sachen, aber sie lassen alles noch offen. Also auch wenn die letzte Harmonie eine sogenannte Tonika ist, melodisch ist nur eine Note abgeschlossen, wenn wir... Das gilt also für viel Musik, das gilt auf alle Fälle für italienisches Belcanto. Also das gilt auch für Schubert. Das ist auch keine Auflösung, sagen wir mal. Ne? Also Auflösung wäre... Können wir nochmal von den... Und das ist natürlich, das ist eine sehr langsame Harmonie. Also weiter. Entschuldigung, dass ich hier ein bisschen die Temperatur anheize, aber vielleicht ist das sinnvoll. Bitte schön. Genau zwischen die Noten gehend. Und wieder zwischen den Noten hier tauen, wieder das C-Dur auskosten. Und weiter, es ist immer noch kein Ende. Jetzt haben wir, genau das haben wir jetzt. Toll, und das geht jetzt weiter. Und das haben wir jetzt, das ist jetzt eine Schlüsse. Toll, aber noch nicht. Es geht weiter, es ist was zu tun. Das alles sollte eigentlich nur eine einzige Welle sein. Das war jetzt also viel zu viel, aber das ist in Ordnung. Also ich habe lieber, dass etwas zu viel ist, als dass etwas zu wenig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt genau diese dramatische Situation der italienischen Oper. Das findet man auch in Musical, auch in Broadway, auch in Hollywood, alles Mögliche, dass diese Endsituation herausgezögert wird. Und das müssen wir auskosten, denn das ist, was das Publikum also auf den Sitz band. Die Arme nochmal. Ja. Also Temperatur muss langsam, sie wird ja gebraten zum Schluss, die Arme. Ja, wollen wir schon die Temperatur ein bisschen aufheizen, Entschuldigung. Vielleicht vom Pio Appassionato, nicht vielleicht von hier. Wir machen die letzten drei Takte von Seite 90, genau. Ja, das ist so eine Art Subdominante oder zweite Stufe, das ist eigentlich dieselbe Familie. Die kommt schon von einer Bewegung und von einer Spannung. Wir können nicht von Null anfangen, wir müssen von... Mindestens, genau. Ja, okay. Ja, das ist viel besser. Und weiter das nächste Tor. Langsame Subdominante. Und jetzt haben wir die Kadenz. Und weiter. Und das ist jetzt die sogenannte, die Amerikaner nennen das Money Note. Ja, genau. Genau. Also je länger das ausgehalten werden kann, desto größer ist anscheinend die Summe, die nachher der oder die Sängerin bekommt. Das ist jetzt kein Scherz, das ist eine absolute Wirklichkeit. Also Pavarotti hat ein Vermögen mit der Länge seiner Noten gemacht. Ja, das ist, ich kann es nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht als irgendwie eine, das ist jetzt überhaupt nicht als Kritik gedacht. Das ist eine, ja, also ein gutes Entertainment. Und wer die Note am längsten halten kann in der Opernwelt, kriegt den größten Scheck. Genau, ja. Und das ist natürlich pianistisch mit so einer Situation. Das ist natürlich absolut unmöglich. Was können wir da machen? Ja, also vor ganz, ganz vielen Jahren, in den ersten Jahren von dieser ehrwürdigen Stiftung in Como, da war ich auch als mit. Wirkender als Teilnehmer, und da hatten wir einen Lehrer, das war der Sohn vom ehrwürdigen Arthur Schnabel. Er hieß Karl Ulrich Schnabel, also wir hatten noch das große Glück, mit ihm sehr intensiv zusammenzuarbeiten, und er hat von uns ständig Vibrato abverlangt im Klavier. Er hat gesagt, wir müssen mehr vibrieren und noch mehr Vibrato machen, und er hat auch selber Vibrato versucht zu machen. Es geht natürlich überhaupt nicht darum, was im Instrument möglich ist, es geht darum, was in unserer Wahrnehmung nötig ist. Und das wird dann weitergemacht. Also, mal sehen, wie du vibrierst und wie lange.
könnten für vielleicht Rex, wo ist vielleicht für dich am meisten genommen. Und jetzt diese Dominante ist eine sehr langsame Situation. Ja, und das ist jetzt ein Chor, das ist jetzt also sagen wir, und das muss absolut im Tempo sein. Es kann langsamer sein, auf alle Fälle, aber das ist jetzt keine freie Deklamation. Von ihren. Also das alles ist sehr gut, aber es ist zu präsent, finde ich. Also das ist alles eine rückwirkende Situation jetzt in der Dramatik. Also dieses Dolcissimo, Pianissimo und dann Espressivo Sai, das ist also eine sehr, auf alle Fälle ist es eine sehr expressive Sache, also sehr ausdrucksstark. Aber es ist nicht mehr nur eine Person, die singt. Und jedes Mal, wenn wir einen Chor haben, haben wir eine andere Situation der Deklamation. Also in einem Chor, das ist schon, oder ein Turbochor in alten barocken Situationen, das ist dann nicht mehr eine freie Deklamation. Das ist keine Arie, deswegen gibt es, also das ist jetzt ein Unterschied zwischen Arie und Choral im alten Sinne. Das ist noch nicht ganz klar. Ja, und du hast nur zwei Arme, das ist das Problem, aber wir müssten hier vier Arme haben. Das heißt, wenn wir von hier und dann noch das hin. Diese ganzen Situationen, die müssen wir ignorieren. Können wir noch mal von hier? Ja, ist ja nicht schlecht. Entschuldigung, dass ich noch mal unterbreche. Also der Unterschied zwischen der Dominante und Tonika ist noch nicht ganz klar für mich. Also, dass wir mit einer Spannung anfangen und dann haben wir ein und wieder eine Spannung und eine Entspannung. Nochmal bitte schön. Ja, Spannung und Entspannung. Und rückblickend. Rückblickend. Und das ist jetzt der dritte Takt, das ist wohl die Spannung, genau, das ist die Aktivität. Und das ist das Ende, aber nicht eine Auflösung. Und die nächste Ort. Ja, das ist auch so. Das sind so die Sachen, die wir jetzt werden das in einer schnelleren Situation auch merken. Also, es passiert sehr oft in Arm, dass eine lange Note, also im Akkord oder in der Oktave, unterbrochen wird. Ich habe dich gestern schon mit dem Brahms da ein bisschen also in diese Wege geleitet, sagen wir mal. Ich würde, das ist jetzt eine mögliche pianistische Situation. Dem Flügel ist das völlig egal, aber wenn wir eine Bewegung zwischen diesen Noten mit einem Arm spüren, dann haben wir ein viel größeres Wahrnehmungsvermögen dieser melodischen Konstruktion. Also oder ein es gibt einen Unterschied im Saal. Wo du willst. Ja, das ist besser. Und es geht. Ja, auch da, auch hier. Ja. Ja, das wäre besser. Und es geht weiter. Genau.
das ist halt, genau. Also wir brauchen 3 Arme hier oder 4 Arme eigentlich, aber wir müssen wirklich von Arm 4 auf Nummer 2. Also unsere Wahrnehmung nicht brechen. Und Arm Nummer 4 bleibt dort. Entschuldigung für diese völlig verbrannte Sache, aber ich will es nochmal versuchen. Ja. Neue Harmonie, genau. Gut, also weiter. Ja, und das ist die Frage, wo haben wir die Fermate? Denn du machst hier einen Abschluss. Zweimal gewartet. Also wir können vor einer Note warten, zwischen einer Note warten oder auf einer Note, auch nach einer Note, aber es ist hier wahrscheinlich nur. Und weiter. Ja, und das ist keine Auflösung, sondern eine Spannung. Genau. Das ist schon ein bisschen besser. Also es wäre sehr wichtig, im Übungsprozess alle verschiedenen Ornamentationen wegzulassen, um zu sehen, wie sich die Harmonien miteinander rhythmisch bewegen und was ihre, ja, wie sie sich halt miteinander halten. Das und das geht. Das ist wieder so eine Money Note, genau. Aber die Money Note braucht einen Platz erstmal. Willst du nochmal versuchen? Ja. Genau, und das geht und weiter. Und weiter. Ja. Das kann man besser. Das kann man verstehen. Vielleicht könnten wir weitergehen. Vielleicht machen wir das Ende von hier und dann den Übergang zum Kriegsgeheule. Okay? Ich würde sagen. Wir sind jetzt gerade in Seite Nummer 93, fast am Ende. Bitte schön. Wo es einigermaßen angenehm ist, falls es überhaupt irgendwo einigermaßen angenehm sein kann. Ja. Ja, ich glaube, es gibt hier keine einzige Note, die eine schnelle Exposition hat, ehrlich gesagt. Also die hi, hi, jam, bam, das, was wir gestern versucht haben in Brahms, ich glaube, es gibt hier keine einzige. Okay. Können wir es versuchen? Ja, also, ja, das ist besser. Wieder eine auszukostende Subdominante oder zweite Stufe, das ist dieselbe Familie. Wo du willst? So eine Situation. Wollen wir mal alle Oktaven weglassen und nur von diesem dritten Takt von Seite 94 spielen,
kein Struggendo tutta forza andando und dann ins Atempo. Kein Struggendo. Also das alles weglassen, genau. Es geht darum, dass wir einen Platz schaffen. Also das ist jetzt eine sehr vereinfachte Situation, aber das ist irgendwo wirklich, also wenn wir Noten auffüllen wollen, müssen wir erstmal Platz für die Noten schaffen. Also wir können ja nicht mehr Noten reintun, als reinpassen. Ja, und das kann sehr viel mehr sein. Genau, also wir haben einen. Mal sehen, was sich so alles da passiert. Und dann. Und innerhalb von dieser Bewegung haben wir, ich weiß nicht, ob wir gezählt haben, aber vielleicht 34 Oktaven. Ne? Gut, das passt rein. Direkt mit an. Es könnte besser sein, aber das, ich habe schon eher verstanden. Also so eine Situation, das ist typisch von einer Improvisation, dass wir das letzte Element, das wir gespielt haben, durchführen. Okay, toll. Das ist ja so ein Bellini-Art, genau. Nochmal bitte schön. Da muss das wichtiger sein. Das muss dann wichtiger sein. Und dann können wir genau, und in der Zeit. Genau. Und da haben wir wieder die große Deklamation. Das ist dann eine brodelnde Sache, ja. Ich würde ganz kurz an diese ganzen Verbindungsornamentationen sprechen, denn alle Noten sind überhaupt nicht gleich. Und manchmal klingt es zu sehr gleich. Okay. Und jetzt wollen wir also in diesen Takt Nummer 3 und 4 von der Seite 94. Also wir haben erstmal eine Melodik zwischen zwei und zwei Noten. Das ist so wie Liszt erstes Konzert. Nee, das ist eine normale. Und dann das hier. Das ist eine Melodik und das ist wahrscheinlich eine harmonische Füllung. Und wieder eine Melodik, harmonische Füllung und dann haben wir und das. Das heißt, alle Noten haben einen eigenen Grund. Und wenn wir das gleichmäßig spielen, dann geht's nicht. Können wir noch mal versuchen? Schon sehr verständlich, muss ich sagen. Es wäre auch sehr gut, dass wir jedes Mal, wenn wir eine andere Oktave haben im Flügel, dass wir etwas Verschiedenes gewichten. Also es ist im Orchester jedes Mal, wenn eine verschiedene Oktave da ist, gibt es ein verschiedenes Register. Und das ist eine verschiedene sogenannte Klangfarbe. Das wäre auch sehr gut, das zu machen. Also nicht. Das war jetzt sehr schlecht gespielt, aber bitteschön. Also wir haben und dann und nach und also das E muss weiter hörbar sein, während wir diese Noten spielen. Ja. Jetzt eine Auflösung und gleichzeitig ein Anfang, wie so oft. Das heißt, wir müssen atmen. Können wir von diesen. Thank you.
Und es ist also in der italienischen Oper, vor allem in der italienischen Oper, jedes Mal, wenn wir eine Phrase haben oder einen Satz, haben wir nur ein Wort, auf das hingesprochen wird und zurückgesprochen wird auch dort. Also wir können auf Italienisch nicht so sprechen wie in anderen, vielleicht manchen anderen europäischen Sprachen ist es so, und auch in manchen asiatischen Sprachen kann man auch so sprechen und muss man auch so sprechen. In Italiano non è possibile, mi dispiace. Also es ist, in Italienisch ist eine sehr, sehr gesangliche Sprache, viele andere Sprachen auch, aber es ist wichtig auf Italienisch nur ein Wort. Es ist wichtig, auf Italienisch nur ein Wort anzuspeilen. Es ist wichtig, auf Italienisch nur ein Wort anzupeilen. Es geht nicht, auf Italienisch zwei Wörter innerhalb eines Satzes anzusteuern. Und das ist hier normalerweise mit der Harmonie auch. Also, es geht wahrscheinlich hier. Besser sein, wenn wir also nicht hinspielen, sondern. Und es geht hier hin. Und das ist eine langsamere Situation. Genau, und alles ist rückblickend. Ja, ich weiß, die rechte Hand hat was zu tun, aber das ist ihr Problem. Nochmal, bitteschön. Freie Deklamation weiter und also nicht lauter, sondern breiter spielen. Vielleicht die letzten paar Takte vor diesem dreifachen Wort. Genau, hohes Anfang, genau. Langsam wie es für dich ist, so langsam wie dich. Genau. Und wieder die Money Note. Ja, also was wichtig ist in dieser langen Note, ist, dass wir eine schwellende Note haben mit einem Wendepunkt. Also. Versuchen wir das direkt von dort. Das kann noch später sein. Also ich würde vorschlagen, dass es irgendwie hier stattfindet. Bitte schön. Und dann haben wir ein anderes Tempo. Wollen wir versuchen, diese ein einziges Wort anzusteuern? Es waren wieder vier Impulse. Bitte schön. Genau, und zwei, haben wir gestern in Brahms aufgesprochen, also Synkopen müssen provoziert werden, und dort, wo die Note der Synkope auf das nächste Schlag ligiert wird, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch. Direkt dort? Ja, es fehlt. Ja, genau. Also Bässe sind noch nicht da. Okay.
in der rechten Note ist wieder die lauteste Note, die gar nicht gespielt wird. Also, hier. Hierhin, genau. Und genau, das ist eine sehr, sehr viel dramatische Situation. Also dieser unberechenbare verminderte Septakkord hat riesige Konsequenzen. Nämlich ein Krieg zwischen Gallien und Rom. Naja, das wird natürlich dargestellt. Können wir das versuchen? Dahin. Ja, genau. Und jetzt ist es eine Ankunft von irgendwas? Ist es ein Anfang von etwas oder ist es eine Vorbereitung von irgendetwas? Also, ich glaube auch. Also ist das hier eine Situation, die in den Präsens geht, die rückblickend ist oder die zur Zukunft geht? Hast du gesagt. Also es ist absolut eine zukunftsorientierte Situation. Und da dürfen wir nicht an den Präsens denken. Also wenn wir machen ich denke jetzt gerade an das, was gerade passiert. Wollen wir versuchen. Bitte schön. Das ist ein bisschen besser. Das ist jetzt auch ein Problem der Notation, denn es steht dort ein dreifaches Fortissimo mit Marcatissimo, mit noch dem Superakzent von Liszt und auch noch Sempre con pedale und Tempestuoso. Also es gibt eigentlich wahrscheinlich kaum eine extremere Schreibweise. Und trotzdem sind diese Noten die kleinsten von dieser ganzen Seite bis zum Rest. Also das Tempestuoso fängt ein Accelerando und ein Stringendo und ein Crescendo an. Ja. Tut mir leid, ist halt so im Leben manchmal. Aber es ist wichtig, dass das hier noch sehr viel Platz lässt. Das heißt, dieses Fortissimo, Marcatissimo, das ist für die ganze Situation, nicht nur für den Anfang. Das treffen wir sehr oft an, zum Beispiel bei Brahms gibt es manchmal Situationen, er schreibt Forte und es sind vielleicht 8 Takte gemeint. Und der erste Takt ist bei weitem der kleinste Takt von allen. Nee, wenn man dort, sagen wir mal, ein richtiges Forte spielt, das geht nicht. Also ich würde niemals. Bis dahin müssen wir kommen, ne? Warte. Schöne Situation. Also wir müssen jetzt gerade absolut ignorieren, dass da steht dreifaches Forte, dass da steht Marcatissimo. Das ist alles eine brodelnde Vorbereitung. Und ich glaube, es wäre nicht gut, dass diese Vorbereitung im Orchester lauter wäre als im Chor. Das geht eigentlich in der Oper gar nicht. Also das geht überhaupt nicht. Also in der Oper ist dann der Chor ist das lauteste, was es gibt. Guerra, guerra. Will nochmal ein bisschen. Und ein Viervierteltakt. Version von einer Vorbereitung. Dass wir mit den das sind solche Sachen, das kann sehr, sehr lang sein. Aber da passiert nichts. Tut mir leid, es passiert wirklich nichts. Nochmal. Und dann. Noch einmal. An die Zukunft denken. Denk ich an. Dem
Das wird hier sehr oft sehr, sehr, sehr schnell gesungen. Also in allen Opern, also die ich so mitgekriegt habe, wird das verdammt schnell gesungen. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Als Zweivierteltakt, also für mich ist das eigentlich ein bisschen zu schnell. Also, hey! Das war und wahrscheinlich sind diese auch, das sind alles deklamierte Situationen. Das heißt, wenn wir hier so, sagen wir mal, Staccatissimo spielen, das geht wahrscheinlich nicht. Können wir versuchen, ja. Und Entschuldigung, dass ich gleich wieder anspreche, das haben wir heute noch nicht angesprochen, aber es energetisch sieht es immer noch aus, dass du hier spielst und nicht zum Publikum. Also versuch zu deklamieren, also nicht. Also ist das genauso langsam, als wenn das ein Legatissimo wäre. Und das ist noch nicht ganz klar. Also wenigstens bei mir kommt es so an. Darim, darim, bim, bim, nicht darim, darim. Ja, ja, da, di, ja, dam. Und der Bass. Zu langsam nicht vom Tempo her, sondern von den Noten. Das ist das größte Akzent, und das es bei Liszt gibt. Können wir von der zweite, vierte Takt ist ein bisschen, ja, bitte schön. Der zweite, vierte Takt ist ein bisschen langsamer. Wir müssen die Melodie wirklich kennen. Also, das hier. Im absoluten Tempo, aber wir haben genau da. Ja, komm. Aber das wird für uns viel besser sein. Also, dass es jetzt triolisiert wird, das ist eine pianistische Liszt-Sache, hat aber nichts damit zu tun, dass die Melodie plötzlich anders wird. Also, die Melodie ist immer noch unten. Oder. Ist eigentlich egal. Bitte schön. Also es gibt eine sehr große Spannung, wenn wir noch einen Extratakt haben. Nee, das sind jetzt, glaube ich, 17 Takte, kann das sein? Das sind jetzt diese 9 Takte. Ne? Diese 9 Takte, also 4 plus 4 plus 1, dieses plus 1, das gibt es viel in der türkischen und in der griechischen Musik auch. Aber das ist hier, sagen wir mal, eine noch größere Spannung. Du willst Spannung abbauen. Warum? Wollen wir in den Krieg ziehen mit einem, aber ein bisschen in den Krieg ziehen. Es ist noch nicht sehr kriegerisch, ehrlich gesagt. Also ich. Es geht nicht um die Größe, es geht um die Energie. Und noch weiter. Genau.
Also wie man das am besten musikalisch, sagen wir, physisch bewältigt, ist, dass wir nicht denken, dass es das hier, sondern das hier, das ist ein Orchester. Also wir haben hier sehr viel mehr Instrumenten, als was wir mit den Händen bewältigen können. Also ihr könnt nur, das wären irgendwie so viele. Aber ich brauche doch nur eine Zusatzhand. Aber dass das zwischen denen keine Bewegung ist. Das heißt, wir müssen so denken. Also, das müssen wir so denken. Und dann. Nicht mehr. Mal versuchen. Ich weiß, das ist schwierig. Aber das heißt, während du das hier spielst, musst du das hier hören. Und das hier. Also sagen wir mal, das, was ich jetzt so über, Entschuldigung, das ist eine komische Situation, das ist das, wo unsere Wahrnehmung sein soll. Also ein Flügel, wenn wir Klavier spielen, ist unsere Wahrnehmung meistens nicht dort, wo die Hände sind. Oder sollte es nicht dort sein. Viel Glück. Das ist schwierig, aber es geht jetzt vor allem darum, dass wir die melodische Bewegung erkennen. Also wenn wir so spielen, das geht nicht. Wir haben von vorher, also nochmal, Melodik ist eine Bewegung zwischen Noten und diese Bewegung muss in dieser romantischen Hinsicht oder deklamatorischen Hinsicht schon vor der ersten Note im Raum sitzen. Also schon hier wissen wir, dass es hier hingeht und nochmal, und das geht dann. Also wenn wir so machen, fürs nicht. Also ja. Das ist besser. Ja. Das ist besser. Dann ist das nicht eine letzte Note, sondern eher eine lange zweite Note von vielen anderen Noten. Dann empfehlen, dass jede von diesen verschiedenen Instrumentationen auch ein anderes physisches Gefühl bewirkt. Also nicht, sondern zum Beispiel. Das geht jetzt weiter hier. Ja, das ist besser. Ja, genau. Und dann ist das jetzt keine Auflösung mehr. Oder ein Ende, sondern ein Anfang. Das heißt, wir haben keinen neunten Takt, sondern einen ersten. Vielleicht von dort. Entschuldigung, nochmal, diese Spannung ist nicht aus S-Dur bezogen. Also du spielst ein sehr gutes G-Dur. Aber wir sind im S-Moll. Habe ich S-Dur gesagt? Nein, S-Moll meinte ich. Entschuldigung. S-Moll, die Tonart des Todes für viele Leute. Also. Aber und dann haben wir ich. Wir haben eine größere Energie innerhalb der tonalen Spannung. Bitte schön. 1, 2, 3. Und das ist 1. Und das Durchschwung. Und das
Also vielleicht ist die wichtigste harmonische Note hier. Also. Das ist alles eine sehr, sehr lange Quartsext und das ist noch nicht zu spüren. Von der ganzen Chose. Genau, Entschuldigung, ich habe dazwischen geredet und da war der Abschluss dann leider unterbrochen. Könnt ihr das nochmal versuchen? Nicht natürlich, also direkt von dort, vielleicht die letzten vier Takte, genau. Von den. Natürlich vor diesen haben wir eine sehr große Spannung, sehr, sehr, sehr lange Narrative. Wo ist es angenehm? Wahrscheinlich nirgendwo. Und wir haben noch die, das ist jetzt die langsamste, noch Nimm dir Zeit. Ja, also davon können Operndirigenten ein Lied singen. Da singen sie ein Lied über darüber, wie viel Zeit die Sänger brauchen. Und das ist auch gut so. Also ein guter Operndirigent, der lässt den Sängern absolut Zeit, das zu machen, was sie wollen. Der sagt ihnen nicht, was sie machen sollen. Dann gibt es da keine, also Sänger brauchen vor allem eine Sache, Zuversicht. Also Sänger können eigentlich nur wirklich gut singen, wenn sie wissen, sie sind die Besten von den letzten 200 Jahren. Und sie sind auserkoren, die Wahrheit der Musik jetzt den Leuten zu deklamieren. Und es gibt nur sie. Das meine ich jetzt nicht in einem irgendwie negativen Sinne. Also es braucht eine verdammte Zuversicht. Sie können nachher also wahrscheinlich ein Bier trinken und denken, ja, das war nicht gut, das war auch nicht gut, das ist wahrscheinlich sehr gesund. Aber in dem Moment sind sie die Götter, wirklich. Und ja, du musst jetzt auch dich selber dirigieren. Also du hast viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Willst du noch mal so probieren? Also ich will dich jetzt auch nicht. Es gibt noch heute noch. Ja. Gut, dann. Vor allem nicht da Also Seite 103, zweiter Takt. Also erstmal diese Akzente, das sind eigentlich keine Akzente, das sind Impulse. Noch eine andere Money Note. Das kann weniger gehalten werden, das ist schon eine große Sache, aber trotzdem ist es wichtig, dass das Wendepunkt ist. Können wir direkt 100. Ich hab viermal einen Gangwechsel gespürt. Können wir versuchen nochmal so ein.
das was, ja genau. Ja, das ist ganz gut. Das ist schon ganz gut. Also diese Gangwechsel, die sind sehr angenehm physisch, weil man immer von Null anfängt. Und für das Motor ist es sehr gut, aber nicht für die Musik. Irgendwelche Fragen zum Anfang vielleicht? Ich will vielleicht nur ganz kurz eine Sache besprechen. Also das Anfangstempo, für mich war das ein bisschen schnell wahrscheinlich. Und da steht Tempo Giusto. Was könnte Tempo Giusto bedeuten? Also das richtige Tempo, das ist einfach zu sagen. Das passende Tempo. Ich glaube, aber ist das jetzt ein richtiges, ist das jetzt auf ein Metronom bezogen oder nicht? Das ist jetzt auch eine musikologische Sache. Ich glaube, Tempo Giusto hat nichts mit der Periode zu tun, sondern mit der Wichtigkeit der Periodizität. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Also Tempo Giusto zum Beispiel gibt es bei, ich glaube, das erste Tempo Giusto, das mir bekannt ist, ist von Schubert Sonate Amol. Das ist diese Sonate. Und es geht darum, dass wir einen absolut unaufhaltbaren Puls haben. Und es ist also Giusto heißt sehr viel mehr, dass es non rubato ist. Nee, das ist jetzt nicht ein bestimmtes Metronom, sondern das ist eine absolute Strenge des Pulses, Tempo Giusto. Also es gibt dann diese Sache, Tempo Giusto oder Tempo Libero, Tempo Rubato und dann wieder Tempo Giusto. Ne? Haben wir auch in Schubert, ich glaube, der Forellenquintett im fünften Satz, glaube ich auch. Und das war nicht ganz klar. Also dass wir das Jum, bum, 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 jedum, bum, 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 bum. Es kann ruhig langsamer sein. Schneller sein, aber ich weiß nicht. Also eher, wenn das so anfängt, ist wahrscheinlich ja. Ja, und das ist also nur eine Bewegung. Genau, und das geht weiter. Irgendwelche Fragen? Wunderbar. Irgendwelche Fragen von Seiten des ehrenwerten Publikums?